Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Boah. Am liebsten, also ich würde ja gerne noch eine machen, aber eigentlich gerne eigentlich auch schon wieder mit dieser Dame, die Tiere transportiert, ne? Und die Tiere befördern kann. Das war meinst so du, nice. Das sollte man auch mal machen. Unten links die, glaube ich, ne? Mhm. Ja, mit den Affirmations wäre halt auch lustig, aber... Boah. Das wird, also... Ja. Oder von den Mods noch irgendwas? Indie würde sich halt so anbieten. aber sonst... Ich meine, der Tarzan ist auch nicht schlecht, gleich ein Gorilla zu beginnen. Finde ich auch übelst mies. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erwähnt, bei Netflix gibt es diese alten Filme von Indiana Jones gerade in deren Angebot. Das wechselt ja immer hin und her. Aber die haben das genauso wie Amazon, die es unmittelbar vor Netflix hatten, diese Filme, neu synchronisiert. Ich komme mit dieser neuen Synchro überhaupt nicht klar. Hattest du schon erzählt, dass die ziemlich scheiße sein soll? Die ist auch scheiße. Mhm. Das Einzige, was noch gleich klingt, ist halt Indiana Jones, aber halt ein bisschen betagter von der Sprache her. Also, weil der Synchronsprecher halt älter geworden ist, ne? Mhm. Aber alle anderen klingen so... Blech. Was ist denn dieser Zaubertrank? Was macht denn der eigentlich? Es ist halt die Mod. Okay. Ich wäre ja dafür. Halt wie lange geht die Folge aktuell? Eine Stunde. Stunde. Ich hoffe, dass wir jetzt nur rein testmäßig reingucken, was die Zaubertrankflasche macht. Ja, dass eventuell so ein Replikator 2.0 ist wie bei TNG. Ah ja, Nachricht passt schon. Juhui! Speed up! IT Potion, maximaler Würfel pro Kampfrunde? Benommen machen oder? Faust. Alter, das ist gar nicht mal... Wenn das die Gorilla-Faust ist? Hm. Ich bin da gleich doof am Anfang, ey. Wo ist denn da mal was zum Kämpfen? Alter, es kommt denn nichts, oder was? Hier ist doch nix. Hier ist dafür, das ist auch nur ein Schrein. Alter. Wir wollen doch nur irgendwas bekämpfen. Konnte man das. Ach, das, da kann man es auch verwenden, okay. Hä? Wie kann ich, hier kannst du es verwenden? Ja, warte mal, was passiert denn? 30 Gesundheit. Aber es verbraucht sich, ne? Ja. Oder. Haben wir Miraculix dabei? Hat der vielleicht einen Perk, dass er das alle paar Tage generiert oder sowas? Tja. Wem wir das jetzt wüssten? Hat echt ein bisschen der Nachteil an der Mod. Okay, das ist tragisch. Kann die mal jemand auf Deutsch rausbringen, hier, Freunde. Aber was das bei Miraculix ist? Weil das sieht schon aus wie so sein komischer Kochkessel da, oder nicht? Ja. Irgendwie gibt es auch überhaupt nichts zum Bekämpfen, kann das sein? Auf der ganzen Map. Nee. Hier drunten ist nur Felsen und so. Wow, da geht's weiter. Hm, okay. Oh nee, vielleicht. Wow. Hier. Okay.
Kann es sein, dass die Mod vielleicht noch mehr kaputt ist und gar keine Gegner mehr spottet? Das ist auch nur kalt. Ich dachte, dass da irgendwie dann steht, Tiere spawnen oder so, aber... Gar nix. Da, das ist doch ein Elefantenfriedhof, oder? Da spawnt doch sicher irgendwas. Wir wollen doch nur besiegt werden. Echt? Hä? Okay. Ist sehr enttäuschend. Also wenn Miraculi was machen kann, dann... Also dann wissen wir es nicht. Dann wissen wir es nicht. Also es kommt halt auch... Oh, warte, jetzt ist es wieder... Hatten wir vorher schon drei oder hatten wir vorher zwei? Oh, meinst du, dass das gerade gespawnt? Also... Ja, vielleicht. Nicht drauf geachtet. Verdammt. Wie viel hatten wir am Anfang? Vier oder fünf? Du? Jetzt. Jetzt okay. Haben wir auf jeden Fall zwei weniger. Angst weil, lag und schwer auf den Gemütern. Obelix beichtete uns, dass er so nervös war, dass er etwas fallen gelassen hat. Ja, wow. Okay. Genau, Obelix hat den Zaubertrank verlassen. Der hat ihn noch heimlich getrunken. Alter, was ist denn hier mit den Fackeln los? Bisschen auf Disco gegangen, oder? Echt? Seit wann haben denn die mal hier rosa geleuchtet? Immer schon. Das haben sie rosa? Echt immer schon, ja. Ja, okay. Keine Ahnung. Kein Tier, nicht mal irgendeine. Nicht mal eine Pyramide? Oder keine, die mal jetzt sehen, da hinten wahrscheinlich. Naja, okay. Ja, weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen komisch, wenn das dann. Keine Ahnung, ja. Ob sich's verbraucht oder nicht. Jetzt ist es weg. Jetzt ist es weg, ja. Egal, ich laufe mal irgendwo herum. Schauen wir mal, ob wieder was dazu kommt. Ja, jetzt passiert irgendein Scheiß. Familienring hat er verlegt, okay. Totem gefunden. Ja, okay. Okay. Was ja auch sein kann, muss Miraculix vielleicht einfach mitten im Dschungel irgendwo Pause machen, diese paar Tage. Das ist da. Wir haben eins bekommen. Plus ja. One it. Aber das ist ein bisschen wenig, finde ich, für die Gesamtzeit, die wir jetzt verballert haben. Das Alter, der lässt auch die ganze Zeit irgendwas fallen, oder? Der Oberlix ist das so ein Schuss. Dass der die ganze Zeit die Sachen wieder verliert. Das hat er vielleicht einen Perk, dass er irgendwie... Eigentlich ja nicht. Ist ja geil. Von Miraculix kriegen wir die Sachen, die Obelix dann wieder verliert. Ich merke da so ein Muster. Naja, okay. Weiß ich nicht. Ist halt blöd, wenn die Mod nicht übersetzt ist. Ja. Wer weiß, wie das überhaupt auf die Events dann im Spiel wieder zutrifft, ne? Ob ja. Die dann auch nicht richtig übersetzt werden dann. Ja. Da wäre ich tatsächlich eher für so Scrooge McDuck oder so. Das wäre auch lustig. Das ist nicht auch nicht übersetzt? Okay. Besser übersetzt auf jeden Fall. Weil der Trick, der jetzt gar nicht drin vorkommt, weil... Weiß ich in grün, blau, grün. Wächst du die gerade durch? Ja, stimmt. Ja, normalerweise war doch der rote da vorne. Ah ja, jetzt. Ah ja, okay. Boah, ich schneide doch. Übernachten in Dörfern ohne Prüfkosten. Frischluftfanatik. Erhalte mehr geistige Gesundheit beim Rasten in der Natur. Da sehe ich uns doch. Ich glaube, dass die halt richtig scheiße war mit dem Schmetterling-Dingens. Aber es wäre witzig. Wie viele von denen am Ende überleben? Oh Gott. Für was wärst du? Trick und Track wurden aufgefressen. Für was wärst denn du? Weil nochmal die? Ich weiß nicht halt dann. Ja. Das kennen wir halt schon.
Auch wenn es die beste war. Es war wirklich die beste, ja. Ich weiß nicht, was haben denn die hier alle? So, die habe ich so gar nicht auf dem Schirm, was hier wer kann. Schmetterlingsliebhaber, ja, da haben wir wieder so einen. Okay. Wähle 5 anstatt 3 Fähigkeiten. Also quasi immer am Ende der Expedition. Ja, Okay. Die hätten Tier dabei, aber das ist glaube ich nicht eins, ist nicht der Struppi, der plus 1 gibt. Jagdhund, ne. Richard Francis Burton. Übernachten dürfen ohne Rufkosten. Ja gut, das könnte Dagobert auch. Ja. Dann erlaubt Anfertigen von Studien für zusätzlichen Ruhm. Naja. Mit einem Maler dabei. Roald Atmusson. Reduzierte Bewegungskosten in tiefem Schnee. Ja, nee. Mit Huskies, okay. Kennen wir noch nicht. Damit ist man da offensichtlich nur in der Arktis unterwegs, alle 5, 6 Expeditionen. Und da haben wir mal einen Koch dabei. War nicht schlecht. Ist in der Lage, Wunden zu heilen, erhöht die Regenerationsrate der Lebenspunkte aller Crewmitglieder. Das kennen wir doch schon von Spocky und. Oder von Pille. War weniger erfolgreich. Dann er. Der hat nur Konservendosen. Aber kann unabhängig von Ansehen Ureinwohner davon überzeugen, der Gruppe beizutreten und ist in der Lage, Wunden zu heilen. Okay, na gut. Da haben wir auch wieder dasselbe, was der McCoy eigentlich könnte. No. Die hat man schon. Dass die sie nicht angegriffen werden kann so leicht. Erhöht die Genauigkeit beim Kompass. Ja. Pff, oh Gott, wie langweilig. Maximale geistige Gesundheit plus 20. Boah. Okay. Aber recht langweilig für das, was wir schon alles kennen. Oh, kann zusätzliches Expeditionsmitglied rekrutieren, besitzt jedoch eine niedrige geistige Gesundheit. Okay. Das wäre auch interessant noch. Ja, stimmt. Markus Garvey. Oder hätte man sogar 7 Leute, wenn auch der Struppi auch mitkommt. Full House. Reduziert die Basiskosten an geistiger Gesundheit beim Reisen. Auch ganz gut. Ja. Zusätzliche Würfel im Kampf. Das ist halt der, den du nicht wolltest mit dem Großwildjäger. Auch wenn er ihr Jagdgewehr mit hätte. Ja, Großwildjäger ist halt so... Er wäre halt richtig gut mit dem Würfel und mit dem Gewehr. Ja. Ja. Ich sag mal so, den moralischen Kompass musst dann du vorgeben. Ne? Also ich mach zwar dann mit, aber wenn du den haben willst, dann musst du sagen, dass es deine Entscheidung war. Ich zieh mir den Schuh von Stoßzähnen schießenden Volldeppen dieser Menschheit nicht an. Also ist ja nicht so, dass wir besser wären. Was wir schon alles ausgelöst und mitgenommen haben. Ja. Ja, die Bird, das war die erste, die wir hatten. Informationen zur Region, das war recht unspannend. Und die Frau Glorious Cleveland. Schaut halt echt so aus. Traumvision. Träume die wichtigsten. Was? Träume die wichtige Locations aufdecken. Die fallen dann einfach so in Schlaf, oder? Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht, wenn man in der Natur übernachtet? Dass sie dann... Oh, auf ich sehe vor meinem geistigen Auge, hier ist die Pyramide. Okay. Ja, ich meine, kann ganz hilfreich sein, aber das, wenn das schon alles ist... Das heißt, sobald wir eine Übernachtung sehen, übernachten wir immer. So 10 Runden lang übernachten, dann kennen wir die ganze Karte. Und dann gehen wir los. Ja, der Crowley mit den Abominations.
Ada Lovelace, wähle aus 5 anstatt 3 Fähigkeiten aus. Das war doch dasselbe wie der da oben auch, oder? Hm. Und der hat was? Ein Abaskus, ein nützliches Rechenwerkzeug, kann benutzt werden, um Abakus. Die Position nahegelegener Steinkreise zu bestimmen. Wow. Das ist ja spannend. Nicht. Abakus, okay. Also richtig begeistert bin ich nicht. Eigentlich wäre er noch der Beste. Mit dem zusätzlichen Expeditionsmitglied. Ja. Oder halt wirklich so eine Mod. Ja, aber der Mod würde ich sagen, also entweder dann wirklich... So ein Tarzan mit Gorilla gleich am Anfang. Dann entweder... Oder... Dagobert und Jungs oder Indiana Jones. Das kann der Tarzan eigentlich. Ich werde dich... Tarzan ist der mit dem dichten Dschungel. Überraschung. Ein Gorilla? Unten hat ein Gorilla, ja. Ja, wäre nicht schlecht, ne? Für den Start. Er fängt mit einem Gorilla an und ja. Reduced Movement Costs in Thick Jungle. Das ist eigentlich all das, was wir immer machen. Wir gehen gerne in den Dschungel und so einen Gorilla haben wir eigentlich immer gern dabei. Ja. Ja. Dann schau mal, willst du denn überhaupt gleich noch eine weitere machen oder willst du noch was anderes dazwischen schieben? Wie sind denn so deine Tendenzen? Ich frag nur mal. Weil du mal sagst, du wolltest nicht so lange ja. Gleiche Projekte machen. Ja, stimmt schon. Und jetzt die ganze jetzt Zeit. Ich mache mir hier gefühlt 70 Folgen das Geselle Game oder so. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht noch kurz hier, so wie wir es gerade machen, die Mod durchgucken, schauen, ob uns irgendwas anlacht. Aber sonst... Drei würden mich tatsächlich anlachen, aber... Bei dir ist es der Schwarze? Der Gabi? Ja, der Gabi und die zwei Mods. Der Gorilla? Weil ich nicht weiß, was, also... kann denn, was kann Indiana, was der so toll ist? Das mit Übernachten ohne Rufkosten. Also so ganz versteht, da finde ich den halt um einiges besser, zum Beispiel modtechnisch, als die eine, die halt nur... Also, das ist auch blöd mit den Schmetterlingen zum Beispiel, aber da gab es irgendeine, die hat... Ja, manche sind so richtig schwach, ne? Das ja, ist wahrscheinlich eher für so richtig fortgeschrittene Spieler. Erlaubt übernachten in Dörfern ohne Rufkosten und dann ist halt der viel cooler, der hat halt das auch und zusätzlich beim Rasten in der Natur auch. Aber gut, Mod ist halt vielleicht auch ein bisschen overpowered manchmal. Oder unbalanced ein bisschen. Der Indy hat einen Koch dabei, sehe ich das richtig? Oder Köchin? Ja. Das heißt, man könnte auch das Fleisch, was man jagt, das heißt, man muss richtig auf Jagd gehen dann, der Köchin geben und die macht daraus dann Nahrung. Ja. Ja, sehe ich jetzt eigentlich tendenziell bei Vieren. Bei Indy, Tarzan, Darwin. Großwildjäger, ne? Scheiß drauf, der jagt auch die ganze Zeit, aber es ist halt ein Großwildjäger. Aber das ist halt Indy. Halt Elefanten, Giraffen, Löwen. Ich weiß, wir werden es eh mit allen machen, aber ich finde diese Eigenschaft, einen historischen Großwildjäger, der für nichts als der persönlichen Begeisterung oder Bereicherung Tiere abgeknallt hat, ja. Ist für mich ein moralisches Hindernis intern in mir ja. Halt. Ja, das stimmt schon. Wobei ich muss sagen, ich kenne keinen von denen so wirklich. Ist okay. Ich kenne auch ob keiner, wo der steht. Ob die immer fröhlich waren oder nett waren. Ja, und bei dem steht halt drin, ja. Dass er ein Arschloch. Ja. Okay. Ja gut, ja, dann haben wir ja auf jeden Fall ein bisschen Futter. Ihr könnt es ja auch in die Kommentare schreiben, ob ihr noch weiteres sehen wollt. Könnt ihr das ja auch mal offen lassen, ich kann mir noch überlegen, die Woche, auf was ich Bock habe als nächstes Projekt. Aber ein paar Mods wären auf jeden Fall noch dabei, die interessant wären. Wir haben noch gar nicht reingeguckt, ob inzwischen vielleicht wieder sogar neu sind, weil zuletzt haben wir vor anderthalb Monaten oder so geguckt, ne? Mhm. Na cool. So ein Gorilla vom Start weg? Ja, ja ne? So richtig von Anfang an gleich auf Dampfmaschine. Ja. Von einem Dschungel in den nächsten Dschungel.
aus dem Dschungel in den Dschungel. Gab es nicht mal so einen Film, der so hieß? Offensichtlich noch Gain Additional Die and Combos auch noch. Also Die ist wahrscheinlich Dice. Mit Würfeln, ne? Das wäre halt auch nochmal ganz geil. Ja. Wird mir immer sympathischer. Und da findet man vielleicht auch noch einen Koch zum Anwerben. Wenn es jetzt um den Startkoch gehen würde. Ja. Wie gesagt, wäre nur mal eine Idee, weil wir noch nie einen Koch hatten. Ich meine, Onkel D und die Jungs, die eigentlich müssten wir den irgendwie auch mal spielen. Das wäre so lustig. Donald, ne? Da hätte ich richtig Bock. Ja, ne? Muss ich stell mir auch so lustig vor auf der Karte, wenn er diese vier Figuren so daher watschen. Lalalala. Währenddessen musst du die ganze Zeit im Hintergrund so DuckTales. Ja. DuckTales. Dauerschleife. Also auf die hätte ich auch richtig Bock. Ich glaube aber, dass die sehr schwer sein werden. Die alle nichts können. Wäre ja immer eine Herausforderung. Ja. Man selbst mit den Toss-Leuten, die am Anfang verreckt sind, wie Scheiße ausfliegen, haben wir es am Ende geschafft. Stimmt, ey. Ja, McCoy und Spock. Ja, und Redshirt 1, 2 und 3. Und der unnötigste Phaser. Na cool, na dann wissen wir das auch. Hä? Habe ich jetzt auf was geklickt? Offensichtlich. Offenbar. Na gut, dann sagen wir halt hier tschüss. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und den Anu fürs Dabeisein. Gerne in die Kommentare rein, wenn ihr sagt, hey, eine Mod würde euch sehr interessieren. Oder ihr habt es mit einer gespielt, die wir nicht runtergeladen haben. Könnt ihr uns die auch mal nennen. Genau. Gut, das wird noch ein paar Monate dauern, bis diese Folge hier, glaube ich, kommt. Vielleicht haben wir dann Bock, nochmal reinzuschauen. Genau. Also dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.